Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe hier in Forza Horizon 3. Und ja, wenn wir wenige Fahrzeuge in der Multiplayer-Ausgabe sehen und vor allem Fahrzeuge, die man fast nicht in eine Kategorie bekommt, außer dass sie vier Räder haben, Motor und irgendwie sportlich sind, ja, dann handelt es sich natürlich um eine neue Ausgabe. Sagt es bitte. Forza Quartett. Markenduell. Wow. Ich glaube, ich hätte das vorher ankündigen sollen, dass ihr mit einspringen müsst. Egal, ja, Forza Quartett ist wieder am Start. Ein Format, was wir schon länger nicht mehr hatten, hat sich irgendwie immer so ein bisschen weggezogen oder hingezogen. Aber jetzt machen wir es endlich wieder mit dabei. Ihr habt es vielleicht schon an Stimmen erkannt. Der Pace Gamer, der Googie und der Andi oder der Akkois mit am Start. Ja, grüßt euch nochmal an der Stelle. Servus. Moin. Hallo. Ja, das kriegt er besser hin. Ja, die Fahrzeuge, die ihr seht, sind tatsächlich die Fahrzeuge, die wir jetzt am Anfang alle haben, ja, in dem Format. Und die Kategorie ist aber noch unbekannt, denn die wirft der Zufallsgenerator raus, beziehungsweise ich habe es im Vorfeld schon ausgelost, ich weiß es schon. Und die Kategorie wird sein, was wir als erstes machen werden, Blitzerzonen, oder Blitzerzone, besser gesagt. Und ja, das ist für mich nicht schlecht. Für mich ist beschissen, glaube ich. Ja, wobei, ich könnte noch besser abschießen als wie die Camaro. Der Camaro. Ja. Ich glaube, mir fehlt einfach die Geschwindigkeit. Ja, das gucken wir uns an. Also, was sollen wir für Blitzerzone machen? Weil, ich meine, da gibt es ja große Auswahl, würde ich sagen. Geradeaus. Andi, ich bin gerade so ein bisschen am Spannen. Aber ich habe eine Idee, welche wir machen. Was bist du? Und ich eine bin gerade so ein bisschen am Spannen. Ich würde sagen, wir machen hier, ja genau, portet euch mal zu mir einfach, sobald ich dann da bin. Da irgendwo in der Nähe von Yarra Valley ist es. Und ja, also für die Leute, die das Format gar nicht kennen, weil, wie gesagt, ist schon eine Weile her, Forza Quartett ist quasi so eine Art, ja, Forza-Variante vom Auto-Quartett oder Trumpf, ja, besser gesagt. Jeder von uns hat am Start zufällig zugelost bekommen 5 Autos und ja, mit denen gilt es in verschiedenen Kategorien zu gewinnen. Wenn man gewinnt, kriegt man die Fahrzeuge des der beiden Verlierer. Der Zweitplatzierte bei 4 Personen behält sein Fahrzeug. Ja, genau. Und der Gewinner behält natürlich sein Fahrzeug auch, plus halt die 2, die er gewinnt. Aber ihr werdet schon sehen. Ansonsten guckt einfach mal in der Playlist die alten Folgen an. Dann werdet ihr das schon sehen. So, gut. Blitzerzone, ich würde sagen, hier an der weißen Linie fangen wir einfach an. Hier, wenn der Verkehr mitmacht halt. So, hier, wo ich stehe. Und dann die Blitzerzone da unten. Ich mache einfach mal eine Gruppe-Rude ganz nach unten. Das sollte eigentlich klappen, oder? Warte mal. Normalerweise schon. Oh, geil. Mach genau die falsche Rude. Egal, wir müssen da rüber, das wissen wir schon. So, jetzt, ja, so ungefähr. Die Zone endet ein bisschen später. Ist egal. Und der Verkehr ist natürlich wieder so ein Random-Faktor. Ich fange einfach mal an, würde ich sagen. Ja, ich fahre danach und dann fahren wir einfach so die Linie rüber. So, ich warte jetzt aber noch, bis der komische Vorteil weg ist, ja. Ich glaube, bis du nicht mehr sichtbar bist, dann fahre ich los. Ich glaube nicht, dass du mich einholst. Trotzdem, es geht nur ums Prinzip. Abstand halten. Der Problem ist, ich darf nicht von der Strecke abkommen, sonst macht man die Zone ungültig. Deswegen fahre ich jetzt immer auf Nummer sicher. Wenn ich schon im FXXK hier unterwegs bin, kann ich das ja auch ausnutzen. Oh, das ist sogar ziemlich genau das Ende. So, ich hoffe, ich konnte es mir merken. Ja. Du. Fehlgeschlagen. Das ist halt schlecht. Sorry. Ich hätte auch so, glaube ich, nichts gepackt. Das würde ich nicht sagen. Schätz mal den 311 nicht, ey. Das ist ein richtiges Biest. Über 400 PS auf 900 Kilogramm. Ich meine, das ist eine Ansage. Ja gut, dann ich glaube, ich habe es schon wieder vergessen, aber ich glaube irgendwie so 240, 241. Oh, ich habe 168,3. 192,3 waren es, glaube ich. Oder 191. Und Andi hat leider fehlgeschlagen, das heißt, wenn ich es jetzt richtig zugehört habe, Pace behält sein Fahrzeug. Ja. Und der Ray kriegt wieder mal einen Porsche. Ja, wow. Wenn der Zufallsgenerator mir schon nicht am Anfang eingibt, dann, ne? Na gut, dann würde ich sagen, dann wechseln wir auf. Ah, ne, warte mal, wie machen wir das am besten? Ich sag erstmal, was wir machen und dann holen wir die Fahrzeuge, die wir wollen. Und genau. Dann, ja, okay. Was habe ich denn? Pff.
da machen wir. Boah, das weiß ich jetzt echt nicht, was. Aber ich glaube, ich. Moment, ich muss das Fahrzeug kurz mir mal angucken. Also, die Leute sehen auch schon mal, was es ist. Ich muss ja eh gleich holen über das Menü, das ist ja eh egal. Wir müssten irgendwie so einen Hubraumvergleich noch machen. Oder so einen Zylindervergleich, ja. Das wäre auch mal noch cool. Machen wir jetzt natürlich diesmal nicht, aber das nächste Mal vielleicht. Fände ich ganz interessant. Man muss halt natürlich wissen dann, wie viel Zylinder er hat, aber das soll ja nicht das Problem sein. Na, hat er eine Bugatti und hat instant gewonnen. Alle. Ja, das stimmt. Ja, oder halt wenn wenig, ja, mit dem i8, drei Zylinder bist du schon mal gut dabei. Ne? Ja, gut. Weniger willst. Oder mit dem i-Zetta. Ja, das stimmt. Oder mit dem Freewheeler. Andi, ja. High Five. Ja. Oh Gott, fuck, das ist Risiko. Aber ich glaube, bei dem Auto. Also ich weiß halt, welche fünf Fahrzeuge ich ins Rennen heute geschickt habe. Und ich weiß, welche davon, also nochmal zur Erklärung, diese fünf zufällig zugelosten Autos kommen so zustande. Jeder von uns wählt fünf Fahrzeuge aus, die kommen alle in den Pott. Und aus diesem Pott werden die wieder zufällig auf die Leute verteilt. Und ich weiß halt, von den fünf Fahrzeugen, die ich heute ins Rennen geschickt habe, habe ich nur ein einziges Fahrzeug zurückbekommen. Und das bin ich gerade eben gefahren. Wow. Und so viel kann ich schon mal verraten. Die Fahrzeuge, die ich heute ins Rennen geschickt habe, sind alle ungefähr auf dem, ja. Oh, du hast wenigstens eins zurückbekommen. Gummi, ja. Und ich habe ja zum Beispiel gar keins zurückgekriegt. Aber ich weiß halt, dass ich nur eins davon zurückbekomme. Das heißt, da sind noch viele von diesen da drin. Deswegen, glaube ich, versuche ich mal einen Preisvergleich zu machen. Und zwar mit dem niedrigsten. Also der niedrigste Preis gewinnt. Ich probiere es wirklich. Ich weiß aber nichts, ob ich es schaffe. Egal. Ja, aber muss ich ins Auto wechseln? Würde es machen. Wissen tust du es nicht. Ich mache es halt einfach wegen der Optik wegen. Ich gebe ihn zu 100% ab. Darf ich meinen Wert schon sagen? Ja, wie gesagt, musst du wissen. Ich hole ihn auf jeden Fall wegen der Optik. Ja, ich hole ihn nie. Ich stehe schon da. Hättest du nicht Drag Race machen können? Ja, Alter, wie ihr beide genau das habt, was ich mir gedacht habe. Als ob. Ja. Nice, ja. Ich habe halt nur solche Autos heute ins Rennen geschickt. Nur solche extremen, nicht straßenzugelassenen Drecksdinger. Weißt du, ich dachte mir schon, ich bin jetzt krass dabei mit dem Preis, aber dann sehe ich euch mit. Ah, geil. Okay, immerhin fährst du das, was ich in den Pott geworfen habe, Ray. Ja. Und dass man mit dem hier einen Preisvergleich gewinnt, ne? Ist auch schon mal. Ich denke mal, oder? Der SL kostet ja mehr, oder was kostet der? 160 oder was kostet der? 210. 210, ja. Ich hab 90.000. Ja, Pay Scooby, wollt ihr aus? 1,2 Mille. Das ist noch sündlich, 1,5 Millionen. Ja, geil. Also das heißt, Andi behält sein Fahrzeug. Damit hätte er wahrscheinlich auch nicht gerechnet. Nee, absolut nicht. Ja, alles klar. Dann der hier, der. Ja, da kommen sie wieder zurück, die Babys. So. Ja, lustigerweise habt ihr alle jetzt noch vier Fahrzeuge. Also ich hab mehr. Ich hab drei. Nee, du hast ganze drei jetzt noch drei. Das kann gar nicht sein. Wenn du von vornherein schon fünf hattest und jetzt nur zwei. Ah, doch, er hat drei, stimmt. Achso, ja. Ich habe zwei abgegeben, dann bleibt nur noch drei über. Ja, das ist ein Anzeigefehler bei mir. Fünf minus zwei ist drei. Nein, das passt. Was, Googie? Glaube ich dir nicht. So, ja, gut, dann, also erst ab, wie viel ab, wenn noch eins übrig ist, ne, darfst du, genau, sowas. Da du noch drei hast, darf ich weiterhin entscheiden, was wir machen. Ich muss das Fahrzeug auch wieder angucken. Ich habe keine Ahnung, was das Fahrzeug gut kann und was nicht. Mhm. Also jeder, der Trumpf oder Autoquartett kennt, der weiß, wie es ungefähr funktioniert jetzt so langsam. Also der Sieger darf natürlich entscheiden, bis halt natürlich jemand nur noch ein Auto, / Karte übrig hat, dann darf er das ist ein Ding werfen, dann schaukelt sich das halt manchmal ein bisschen hin und her. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe mir den vorher noch gegönnt. Nee, ich hatte den schon. Was mache ich denn da? Warte mal, ich muss gerade mal gucken. Haben wir Gewicht auch? Nee, ja, doch, Gewicht haben wir. Dann mache ich Gewicht, das höchste Gewicht. Leck mich doch am Arsch. Oh, wobei, es könnte so ganz gut sein. Das könnte eventuell gut sein, ich weiß es also nicht. Also es sieht jetzt halt auf den ersten Blick ganz gut aus, aber ganz ich schlecht. Weiß es nicht. Ganz schlecht. Gut, wenn jetzt jemand hier mit so einem fetten SUV mit 2,5 Tonnen kommt, dann habe ich auch verkackt, aber okay, da sind viele alte Fahrzeuge dabei, das ist schon mal gut. Die sind meist leichter. Ja, wobei, war das gerade der HDT? Ja, der ist schwer, ne? Aber der Commodore ist das doch, oder? Was du da hast. Oder was ist das?
Oh, Pace. Der könnte auch schon. Wobei, nee. Deiner wiegt bestimmt so 1,6 Tonnen, oder? Bin mir unsicher, ich weiß es nicht. Nur nicht nachgeguckt. Gucken, was er wiegt. Einfach mal geholt. Aber schön, dass ihr alle Autos fahrt, die ich ausgewählt habe. So, ja, also ich sag schon mal mein Gewicht. Ich habe 1,804 Tonnen. 1,345 Tonnen. 1,520 Tonnen. Okay, das heißt, was ist das? Also Googie und Andi nochmal? Andi hat weniger wie ich. Um 5 Kilogramm. 1,340. Okay, das heißt, Pace behält das Fahrzeug und ich gebe mal wieder ab. Ja. Ich hab irgendwie also was am wenigsten hatte Andi, ne? Ja. Ja. Okay, krass. Mit denen hätte ich jetzt eher gerechnet, dass er noch von den beiden Alten der schwerere ist, aber ist egal. Hey, ich blinke. Ja, gut. Googie hat noch 2, also darf immer noch ich entscheiden. Das muss ich gerade mal gucken, ist das nächste Fall. Ja, aber war allerdings so, er darf jetzt entscheiden, mit welchem Auto er antritt, oder? Stimmt, genau. Bei 2 Autos darfst du wählen, mit welchem der beiden übrig gebliebenen Autos er antritt. Gut. Aber natürlich darf er auch die Kategorie darf man aber abwarten, ne? Also ja. Er hört die Kategorie und dann. Ja, genau. Dann, oder nee, haben wir nicht das letzte Mal gesagt, er muss vorher schon entscheiden, welchen mit beiden und dann die Kategorie? Nee, das haben wir insofern nicht gesagt, weil du das eh nicht modieren kannst. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, hast du recht. Ja, doch, ich könnte schon kontrollieren. Ah, nee, kann ich nicht. Nee, okay, lass mal, ist okay, es passt schon. Das machen wir es nicht unnötig kompliziert. Ich muss jetzt erstmal zu einer Marke gehen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Oh ja, dann weiß ich, was du hast. Oh ja, ich weiß, was ich nehme. Ich nehme nochmal, wir machen gar keine Action oder so. Ich mache die ganze Zeit nur solche Scheißvergleiche. Ich mache nochmal Preisvergleich und zwar der niedrigste Preis. Okay, ich habe wieder verkackt. Das ist gut. Aber du hast den Fiat, oder? Nee. Ja, ehrlich nicht. Okay. Nee, ich bin markentreu geblieben. Ich habe wieder einen Jaguar. Oh, billigen Jaguar? Ja. Ich kann dir aber sagen, dass ich den Fiat habe. Ja. Oh, scheiße. Das wäre zufälligerweise sogar das Auto gewesen. Also nicht mal vorgezogen. Ich habe hier ja halt gerade meine Lusche, wie gesagt. Ja, aber hier der Pace. Pace mit dem 718. Siehst du, ihr habt die ganzen Porsches, von wegen ich habe die ganzen Porsches bekommen. Das Gute ist, ich sehe schon mal 2 Autos, die ich reingeschmissen habe. So, das ist jetzt echt interessant. Da wüsste ich jetzt echt spontan nicht, wie es aussieht. Also ich fange wieder an, weil ich ja angesagt, also ich habe 25.000. 60.000. 45.000. Eine Million. Das heißt, ich habe sogar echt gewonnen damit. Okay, das ist gut. Ich darf ansagen. Also verloren hat Pace. Dann, wer war Zweitletzter? Ich war Zweitletzter mit 60.000. Okay, und das war, das ist der Fiat. Und Andi behält das Fahrzeug. Okay, ja, jetzt darf Googie, weil Googie nur noch ein Fahrzeug hat. Also aber es ist immer dasselbe bei diesen fucking Vorsorgequests. Ich fange immer mega geil an und am Ende verliere ich alles wieder. Immer so, ohne Scheiß. Aber egal, jetzt warten wir mal ab, vielleicht habe ich auch Glück. ja, Googie darf entscheiden, was für Kategorie. Ich gehe schon mal Richtung mein Fahrzeug. Ich habe eh keine Wahl, ich muss das eh nehmen. Ich muss da eh durch. Danach brauche ich eine neue Liste. Ja, klar, das ist ja schon fast klar. So, was nehme ich denn? Es ist schwierig bei dem Auto. Boah, bei dem wüsste ich es jetzt auch nicht. Also, wenn ich jetzt entscheiden müsste, doch, ich wüsste, was ich nehmen würde. Ja, ich wüsste sofort. Ich habe bis jetzt nur so Dingvergleiche gemacht. Also, an die neuen Zuschauer, es gibt auch noch so Sachen wie Rennen fahren und Track Race. Ja, ich will auch Rennen fahren. Und sowas, okay. Und ich sag dir auch gleich, welches, bevor ich das Auto wechsle. Ach du Scheiße. Na, dann wähle ich das Auto aus, wenn es startet. Dann geht ja auch. Ich hab Angst, dass ich die Kiste dann nicht finde. Ja, ich wähle den. Und zwar das Serpentinenpfad Querfeld einrennen. Oh Gott. Wo ist das ungefähr auf der Welt? Das ist, wenn du ganz links runter gehst, das Rennen neben dem Schild da. Was zum Nehmen ist. Wie soll ich sagen? Ja, das Gebiet, Byron Bay, Yarra Valley. Was da liegt Querfeld ein? Ganz drüben. Achso, Serpentine. Ja, Kiva Valley, wie das heißt.
Ja, ich hab's schon, ich hab's schon. Ich stell mein Auto jetzt schon mal. Berg geht. Okay, das ist gar nicht mal. Ich glaub. Also, gewinnen tue ich wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, schlecht aufgestellt bin ich, glaube ich nicht. Ich hab auch nicht gefunden. So. Also, ich mache jetzt einfach mal gleich Everything Goes und dann wähle ich das Auto aus, wenn es soweit ist. Also, wie du Rennen gesagt hast, habe ich mich schon im Geiste gefreut und danach, ja, querfällt ein. Okay. Dann war es scheiße. Ja. Bei mir war es ähnlich. So, Open Class machen wir mal. Renneinstellungen, irgendwelche besonderen Wetter-Tageseinstellungen oder sowas? Regen. Alter, nein. Das war vollkommen klar. Leichter, starker Regen oder? Starker natürlich. Und was für Uhrzeit? Mittag, morgen? Nachts, wenn geht. Früh oder tiefe Nacht? Tiefe Nacht. Kann ich nicht einfach gleich aufgeben? So richtig Abfuck einfach. Das denke ich mir auch grad, Alter. Kollision ein oder aus? Ja, mit Kollision. Okay. Das sind noch keine Pusses hier, wir sterben wie Männer. Was hast du für ein Panzer jetzt? Gurka kommt da jetzt. Ja, ich glaube auch. Ja, dann hat er aber trotzdem verloren. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich wirklich das schaffe, in der Zeit das Fahrzeug auszuwählen und mir die Klappe nicht so weit aufgerissen habe. Scheiße, es ist nach Klasse sortiert, nicht nach Fahrzeugding. Oh, ja, du hast ja alle Zeit der Welt, dein Auto zu finden. Ach so, stimmt, ja. Außerdem kannst du es immer noch sortieren. Ja, ich mache es jetzt auch gerade nach Hersteller, weil sonst finde ich es nicht. Weil ich weiß auch nicht, was für eine LED der hat. Der Gerät. Ist er das? Ich habe den. Leute, ich habe den mehrmals. Das ist super. Naja, egal. Wähle ich halt den jetzt aus. Gut. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was Googie hat. Was ist gut im Offroad bei Starkregen in der Nacht? Das hat nicht alles, was Allrad hat. Ja, das auf jeden Fall. Aber was? SUV bestimmt nicht. Das ist ja Schwachsinn. Also, es wird keins von meinen Autos sein. Garantiert nicht. Von meins auch nicht. Von meinen also von meinen nichts anderes gewusst, sagen wir mal so. Also von meinen auf keinen Fall eins. Weil meine sind, wie habe ich ja schon verraten, bei mir sind es immer diese extrem krassen FXXK, 599XX und so weiter und so fort. Ja, Verschnitt. Ray 599XX. Mhm. Weiß. Warum? Nee. Also den hast du jetzt. 599, achso, okay, den habe ich nämlich auch eingestellt. Jetzt weiß ich, welches Auto das doppelt drin war. Ja. Korrekt. Ah, Googie, natürlich, mein Auto. Okay, vom Leistungsindex bin ich jetzt scheiße unterwegs, aber. Aber ich vertraue auf ein Quattro, ja. Ja, gut, das sind zwei Autos von mir mit dabei, eigentlich drei. Das kann nur. Ja, das ist unser Beider, sagen wir mal. Markus. Du hast so viel Power eigentlich mit dem 599, dass du es eigentlich auch hinbekommen könntest. Ja, wo soll die Power hingehen? In Regen. Das ist doch mal ein Plan. So, bis jetzt ist ja nur Power gefragt am Anfang. Ja. Hallo. Ich hab mich gedreht. So, ich bin da hinten drauf geschwungen. Pace hat halt auch Power, das darf man nicht unterschätzen. Und auch einigermaßen Grip. Also einigermaßen. Ja, gut, der Shelby ist jetzt auch nicht allzu schlecht. Also ich habe ein rotes Blinklicht hinten dran. Krieg ich Bonuspunkte? Ja, das hatte ich beim Vulcan auch. Nee, beim TDF. Ja, aber nur wenn du Erster bist, dass alle das auch sehen. Sonst bringt das nichts. Oh, sorry. Ja, passt schon. Boogie wollte ja Kollision. Ne? Ich hänge jetzt schon 20 Sekunden hinterher. Alter. Jetzt noch keine Checkpoints verpassen. Das ist der Cansam-Moment nämlich. Ich will noch irgendwie an dir vorbeikommen. Ich will wenigstens eine Kategorie mal gewinnen. Ich fahre auch gerade echt nicht gut. Das Problem ist, dass ich ja meine Aufnahme, oder wenn ich Aufnahme anhab, dass ich ja relativ viel Kontrast drauflege. Und dann ist die Nacht bei mir halt richtig dunkel. Ja, das siehst du gar nichts. Und das ist dann immer echt ein echt extremes Handicap. Das heißt, ich sehe halt wirklich nur das, was die Scheinwerfer ausleuchten. Was aber eigentlich auch wiederum ein bisschen realistisch ist, ne? Weil wenn wirklich Nacht ist, siehst du auch nicht mehr. Schon wieder gedreht. Komm doch da rum jetzt. Das war da die einzige Kategorie, wo ich mir so halbwegs Chance mit dem Kollegen gesehen habe. Da merkt man halt den Quattro, der halt extrem untersteuert leider. Ich kann mich über den Muster überhaupt nicht beschweren, er ist mega, mega direkt. Ja, Shelby ist gut, kannst du nicht sagen. Liebe die Kiste. Aber gut, der Auto ist das einzige Auto, was da wirklich in der Kategorie noch besser liegt, ist halt Camaro, aber... Der hat dann halt nicht so viel Power oder kann die Power nicht so geil umsetzen.
Du meinst die normale Camaro, ne? Ne, fünfte Generation Z28. Wo ach so, die Z28, okay. Ich war nämlich gerade bei der Z1. Das ist ja quasi der Gegner zu dem eigentlich, weil alles andere ist ja schon wieder moderner. Gubi, wie wär's mit Gewicht gewesen? Ja, also ich hätte, also hätte ich den gehabt, hätte ich auch Gewicht genommen, aber halt schwer wieder. Aber die wollte Taten sprechen lassen. Ja, ich Schnitte wollte einfach mal ein Rennen fahren, bevor ich hier irgendwie dahin schalte. Aber ich denke mal, vor dem LI-Unterschied konnte ich ganz gut mithalten, dank Quattro. Ja. Ist schön hier hinten. Dann verabschiede ich mich mal. Zumindest ja, was das Mitfahren angeht. Gugi macht's ganz schnell hier fertig heute. Obwohl sie schon eine kurze Folge haben, soll ich mir ja. Sonst sind wir immer ans Zeitlimit gegangen. Wir haben es nie geschafft, fertig zu machen. Na gut, also, Pace gewinnt, verloren hat Andy, dann ist das so, so, ich behalte das Fahrzeug. Andy hat gesagt, braucht eine neue Liste, da schicke ich dir mir jetzt einmal mal zu. Wie machst du das? Machst du immer den Letztplatzierten dann als erstes Fahrzeug oder als zweites? Ja, so wie wenn man Karten hätte. Also quasi der Verlierer legst du als erstes wieder in deinen Stapel, dann den nächsten und so weiter und so fort. Also quasi wer nach dem und dem und dem Fahrzeug oder was auch immer jetzt noch kommt, quasi Andys Fahrzeug als erstes. Also hättest du jetzt keine Fahrzeuge mehr gehabt, hättest du jetzt als erstes, müsstest du jetzt Andys Fahrzeug nehmen, genau, dann okay. Das von Cookie und dann das, was du gerade eben hattest. Also deines selber legst du als letztes auf den Stapel. Okay, aber ich schicke dir die aktuelle Liste trotzdem auch nochmal zu, dass du es weißt. Jo. So! Dann hole ich mal das Fahrzeug auch ab. Ja, ich lade dich eben ein, warte. Beziehungsweise Pace, ja, ist egal, ich hol's ja trotzdem, kann's ja trotzdem abholen. Pace ist aber dran. Beziehungsweise ich warte, bis Pace die Kategorie sagt, sonst kann er ja nach den Fahrzeugen entscheiden. Das ist ja nicht so Sinn und Zweck. Ja, ich lade erstmal Andi wieder ein und dann hab ich. Ah, warte mal. Okay, und dann mein Fahrzeug, gut. Also, kurzer Zwischenstand. Pace hat aktuell 5 Fahrzeuge, also quasi Ausgangsposition des Spiels. Andi hat 2 Fahrzeuge noch im Repertoire. Und ich habe 13 Fahrzeuge aktuell. Oh, ich habe, okay, ja. Cookie, soll ich dir eins schenken, dass du nochmal mitspielen kannst? Brauch keine Almosen. Brauch keine Almosen, okay. Hätte dir jetzt sogar ein Audi gegeben, aber okay. Dann halt nicht. Nee, ich will nichts geschenkt. Okay, dann nicht. Ja, ich nehme, ja, Driftzone. Oh, nee. Ich nehme jetzt einfach irgendein Auto, was mir gefällt. Mein Kryptonit nehmen da. Mein Kryptonit. Ich suche mir gerade noch eine Driftzone raus. Ja, ne? Oh, die sieht gut aus. Byron 4 Auto. Also in Byron Bay. Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht. jetzt nur finden. Ah ja, Byron Ford, okay. Ja, dann von welcher Seite wollen wir es andriften? Von oben nach unten oder von unten nach oben? Ich würde es von rechts nach links machen. Von rechts, also von oben nach unten. Kann sein, ich weiß nicht, wo oben und wo unten ist. Ja, dann fangen wir unten an der Kreuzung an, da an dieser Dreieckskreuzung. Ich port mich einfach da mal hin. Oh je, driften mit dem Ding, ey. Keine Ahnung, ob das geht. Du musst das halt echt taktisch überlegen. Gut, es regnet. Noch regnet's. Lasst uns beeilen. So nass ist, habe ich noch eine Chance. Nee, ganz ruhig, wir haben Zeit. Wir haben nein, ganz nix viel hier Zeit. Mit dem Gerät ist nichts mit Driften eigentlich. Aber ich fange jetzt aber hier an, so. Ich habe noch das falsche Auto ausgewählt. Ja, das kann fast nicht sein, dass du den immer noch hast. Nee, ist es auch nicht. Warte, wo ist er? Außerdem habe ich kein Dach, es regnet langsam rein, ja? Das ist ja dein Problem. Kann man bei dir auch spannen? Hast du auch ein Mädchen? Nee. Oh, Gubi, der Spanner. Jetzt wissen wir, was er macht, wenn seine Freundin nicht da ist. Das wuchs einfach. Ja gut, Anni, ich glaube, ich verliere trotzdem gegen Anni, ist egal. Also ja, jetzt ist es auch so, es gibt ja keinen vierten Spieler mehr. Das heißt, die beiden Verlierer verlieren auch wirklich ihr Auto und Sieger gewinnt. Pace, du musst anfangen, weil du hast Kategorie und so. Jo. Oh, da hatten wir es gerade vom Camaro, jetzt hat er tatsächlich einen Camaro, aber er hat den neuen. Ja, dann mach ich komm. Und vor allem auch die ZL1. Kann ja auch schon mal anfangen. Ja. Ganz ein bisschen. Mal schon mal Reifen auf Temperatur bringen.
Gegenverkehr ausweichen. Jetzt hört es natürlich gerade auf zu regnen. Die Strecke ist noch ein bisschen nass. Also zum Driften ist das halt echt nicht, ne? Also ein bisschen viel die Leistung. Ja. Ich setze aufs Fahrwerk. Nein, ich drehe mich weg. Das war wohl klar. Dass ich mit dem Ding nicht einen Drift halten kann. Ja, fehlgeschlagen war so klar. Nein. Das Problem ist, so ein Traktor, was auf Grip ausgelegt ist, zu driften, ist einfach scheiße. Da drehst du dich einfach weg, wenn du es übertreibst. Keine Musik an, jetzt. So, ich bin schon mal safe, der Verlierer. Ja, soll ich mal anfangen direkt? Ja, fang an. Ich hatte 53.000. 31,9. Was, 350.000? Nein, 53. Ja, ich dachte gerade, ey, da hast du jetzt ja richtig... Alter, 350, das wäre Weltrekord. Ja, also Pace gewinnt. Ja, wie viel hast du denn? Ja, fehlgeschlagen, hab ich doch gesagt. Ach so. Ich bin safe der Verlierer, hab ich ja gleich gesagt. Ja, damit hat Andi sein letztes Fahrzeug und darf entscheiden, was er denn tut. Hast du denn gerade fest ein Firebird, ne? Ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das Fahrzeug habe. Haben wir nicht einen Drehmomentvergleich, so meist den Newtonmeter gewinnt? Nee, haben wir alles noch nicht eingeführt. Aber können gerne mal solche Sachen auch mit reinnehmen. Das sind halt schnelle Kategorien halt auch. Ja, da mache also ich quasi höchste Gewicht. Höchste Baujahr Gewicht. Könnte man auch mit einführen. Ja. Was kann man mit einführen? Baujahr. Ja, zum Beispiel. Man kann alles eigentlich machen. Zollgröße des Rades oder so. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den überhaupt in der Serie habe. Ich glaube nämlich nicht. Und dann ist nämlich scheiße. Ah doch, könnte sogar sein. Doch, das ist Serie, glaube ich. Wenn ich richtig aufgepasst habe, habe ich den schwersten hier im Ring bisher. Was, Gewicht? Oder was ist es? Ja. Und was gewinnt? Das schwerste? Ja. Ach nee, da hab ich auf jeden Fall verloren. Ja, bin ich richtig aufgepasst. So niedriger Wert hat, glaube ich, noch keiner beim Gewicht heute gehabt. Nein, wenn ich richtig aufgepasst habe, dann dürfte ich das schwerste Auto bisher haben. Jo. Denke ich auch. Also ich wiege 2,1 Tonnen. Oder was, 1,2? Ich weiß es nicht. Ja, es ist wie immer. Man fängt gut an und verliert halt dann. Ja, also ja, fangt an halt mit eurem Gewicht. Oder Andi muss eigentlich anfangen. 1,9. 1,5. Krass, ja, dann gewinnt Andi auf jeden Fall. Ich verliere, definitiv. Und so. Ich glaube, Andi braucht eine neue Liste. Ja. Pace hat, glaube ich, noch eine. Ja, ich habe noch ein paar Fahrzeuge. Und Andi hat auch gewonnen, also darf er weiterhin machen, weil niemand sonst ist in den Bankrott gerutscht. Warte, ich muss mir den Wagen kurz anschauen. Jetzt wird's halt fies, weil jetzt gibt's halt keinen zweiten Platz mehr. Jetzt verlierst du halt direkt alles. Ich muss die Kiste, glaube ich, erstmal runterbauen. Ich habe die noch aufgebaut. So, warte mal. Jetzt muss ich überlegen. Scheiße. Ist halt, wenn du dann so ein Auto hast, was gar nichts gut kann, dann kannst du eigentlich nur bei solchen Sachen verlieren, eigentlich. Ich bin langweiler, ich mach nochmal Gewicht. Oh, ja, ja. Aber das ist das Leichteste diesmal, weil ich weiß, der Lotus ist draußen. Okay, das leichteste Gewicht, okay, da bin ich gespannt. Ja, den Lotus hattest du ja gerade. Ich muss die Kiste erstmal zurückbauen. Allerdings, den Lotus habe ich abgegeben, deswegen. Oh, scheiße, der F50. Ich weiß nicht, ob der wieder drankommt. Ich habe keinen F50. Ah, pff, gut. Aber was anderes. Okay. Leichtes. Fuck. Ja gut, was soll ich mit dem sonst machen? Achso, du hast jetzt genau den bekommen, den ich gerade hatte. Aber das ist jetzt eng. Das ist jetzt richtig eng zwischen den beiden. Nee, ich glaube sogar, du bist sogar leichter. Doch, du bist leichter. Glaube ich nicht. Na egal, das machen wir gleich. Ich muss selber jetzt gucken. Das ist jetzt richtig knappe Kiste. So zwei Autos, die eigentlich in keinster Weise miteinander zu vergleichen sind. Aber ich glaube, das könnte jetzt gleich richtig eng werden. Ich glaube, ich mache Pace an. Ich glaube, ich mache da gerade die 3 raus.
bin ich gespannt, was Pace hat, ey. Ja, portet sich noch. Da, jetzt. Also wenn er einen Lotus hat, hat er gewonnen, aber ich glaube, den hat er noch. Ja, den hat er ja nicht. Ah, den. Oh! Scheiße! Aber ich glaube, der ist schwerer, oder? Nee, der ist leicht. Da wird man einfach weggekickt. Oh, sorry. Ja, aber ich muss noch mal kurz, ganz kurz nachgucken. Ich hab das gerade nicht im Kopf. Alter, das wird jetzt. Oh, das wollen ist wir, jetzt richtig spannend. Wollen wir das vielleicht so machen? Wir sagen alle die erste Zeit, dann die zweite. Ja. Können wir machen, aber du fängst immer an, weil du bist der. Ja. Der die Kategorie. Eins. Fuck, ich bin raus. Null. Nein, Spaß. Eins. Zwei. Zwei. Fünf. Siehst du, er ist schwerer. Wusste ich doch. Okay, jetzt wird spannend. Neun. Acht. Ja. Zwei. Fuck. Fünf. Ja. Wie knapp. Null. Was ist deine letzte Rally? Vier, glaube ich, war es. Oder sechs. Irgendwie sowas. Also es sind ein paar Kilo nur. Weil ich wusste ja gerade, ich hatte Kilo. Den ja auch gerade. Also bei mir ist das Gewicht 1:1 gleich geblieben. Es hat sich nichts verändert. Oh, krasser Scheiß. Zwischen ja, F12 TDF und 95XX. Rutsch. Das heißt, Gogi, du passt da nicht zwischen, du bist so dick. Doch. So, das heißt, ich habe wieder gewonnen. Andi, du hast noch zwei, ne? Ja. Gut, dann, warte, dann muss ich das Fahrzeug kurz mal anschauen, was man da am besten macht. Hey. Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, ich muss wieder mich porten, Alter. Ich könnte jetzt Glück überstrapazieren, aber ich mach's glaub lieber nicht. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen Action. Ich kann nicht immer nur diese Stillstandssachen machen. Das würde ich sagen, wir machen ein Rundkursrennen. Oh, ich hab verkackt. Und zwar, ich weiß noch nicht welches, ich hole das Auto erstmal und ich würde sagen, Wüsten 8, machen wir. Muss mal einen kurz zurücksetzen. Ich kaufe mir die Kiste mal eben. Wüsten 8? Wüsten 8er Dingsbums da, ja. Okay. Oh, okay. Ich kann mir vorstellen, was du hast. Ein Fahrzeug, was gut um Kurven geht. Oh, herrlich. Scheiße. Das Gute ist, ich kann mir ja was ausdenken. Ich find es halt so lustig. Ich habe halt einfach nur so Scheißfahrzeuge. Also eigentlich sind es ja geile Fahrzeuge, aber halt nur so extreme Dinger reingemacht. Und das sprengt dieses komplette Format gerade ein bisschen. Weil die super leicht sind, dafür aber super. Also, die kann man eigentlich nur schlagen beim Preis eigentlich, weil die alle viel kosten. Also, wenn du sie da erwischst, da hast du eigentlich. Oder wenn sie halt gegeneinander fahren müssen oder so. Oh, komm, mein Freund, wir hatten Spaß beim letzten Markenduell, wir können das nochmal schaffen. So, beim letzten Markenduell. Du hast ein TDF. Richtig. Das ist aber. Ja, wobei, nee, der meiner müsste stärker sein. Ja, die Gerade ist meins halt, wahrscheinlich. Ja, aber Wüstenach gibt's ja also kaum gerade Fläche. Und ich meine, ich habe ja auch fast 700 kW, also. What? Ja. Was zur Hölle fährst du? Ich glaube, ich weiß jetzt, was er fährt. Ich glaube, du bist noch nicht so ganz dahinter, was ich fahre, ne? Von dem Fahrzeug gibt's jetzt noch, soll noch mal noch eine krassere Variante rauskommen. Oh Gott, ich weiß, was er fährt. Mit noch mehr Aerodynamikteilen. Mhm. Nicht nur, dass die Serie schon extrem viel Aerodynamik hat, aber. Der AMR, ne? Meinst du? Ja, also den Martin sind sie, Racing, ja. Kommt ja, den haben sie in Goodwood schon vorgestellt oder sind sie schon gefahren? Ja, ich hab's gesehen. Es ist einfach nur krass. Das Fahrzeug sieht so schon so total krank aus, aber nein, sie machen einfach noch mehr Aerodynamik dran. Weil ist ja nicht genug. Verstehe ich. Der Vulkan. Ja, bam, der fliegt. Achso. Da bricht er aus. Bam, 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 bam. Hey, das ist gecheatet. Er fährt in der PXH-Version mit diesem Gamma gewinnen. Ja, man sieht also, sich im Ziel, ne? Ja, ist gut dabei. 250, 16, der Arme. Das Gute ist, selbst wenn ich den Wagen verlieren muss, wenn ich. Ich komme halt überhaupt nicht vom Fleck, merke ich gerade. Ich kann besser weg als der Vulkan, ich glaube das nicht. Ja, aber das hätte mich aber selber gerade ein bisschen wundern genommen, tatsächlich, dass ich überhaupt nicht wegkomme. Aber jetzt habe ich Grip und dann ist gut. Ein Checkpoint gefahren und schon 9 Sekunden Rückstand. Ja gut. Der ganz da vorne fährt, der fährt auch mit leicht
Eisenwaffen, ja, da hätte, glaube ich, heute keiner eine Chance gegen den, was okay. Fahrleistung betrifft. Da könnte man dann wirklich einen Drehmoment-Test einführen. Also ich glaube, Kollision ist aus. Wir fahren ja schön. Weißt du, ich lasse extra schön Platz und so. Oh Mann, wie unnötig. Alter, wie spät du bremsen kannst. Das ist auch fast ein Rennwagen. Eigentlich ist es ein Rennwagen, aber Aston Martin dachte, das ist zu wenig. Nein, der Diffusor. Oh. Guck dir mal den fucking Diffusor an, Mann. Das ist einfach nur krank. Ich meine, gut, dass Aston Martin dicke Diffusor anbaut, das hat man dieses Jahr in Le Mans schon gesehen. Ich habe mich fast eine Runde vorne gehalten. Ich bin so blöd. Ja, ich habe auch am Start so viel verloren. Das ist echt krass. Und der V12 klingt halt einfach überragend bei dem Gerät. So, eins muss man ja sagen. Ich habe konstant meine Position in diesem Rennen gehalten. Vom Start weg, ja. Da gibt es nichts zu rütteln. Alles blieb so, wie es ist. Das habe ich mir erst gestern angesehen. Ray, verpasst doch mal einen Checkpoint. Der Peugeot ist sauber. Dazu fährt sich der Aston viel zu sauber, als dass man da einen Checkpoint verpassen könnte. Verpasst ihr beiden einfach mal 3 Checkpoints. Ich glaube, dann komme ich so auf eine Sekunde ran. Und würden trotzdem in der letzten Runde noch gewinnen. Ja. Alter, ich werde gleich überrundet. Ja, ja, okay, von Googie, aber... Mit Googie mit dem 918 ist klar, ja. Wenn wir da nochmal 2 Runden mehr machen, werden wir noch wahrscheinlich noch überrundet, ey. Ja, okay, das jetzt vielleicht nicht, aber... Ah, ich glaube, das wird knapp für dich, Base. Aber ich verliere gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Alter, hat die Kiste kaum Griff auf der Achse. Also, siehst du, du ziehst voll an mir vorbei. Auch nur am Rutschen mit der Kiste, das ist unglaublich. Hey, gewonnen! Oh, letzte Runde, geil! Ja, wenn das so ist, dann würde ich dann auch immer. Ne? Das ist ja, ja ein bisschen unfair. Bam, bam, bam. Ja, aber nur 2 Sekunden langsamer pro Runde. Kann man eigentlich noch mit leben, muss ich sagen. Juhu, ich gewinne ein Peugeot! Wow. So. Ja, und ich glaube, Andi hat nur noch ein Fahrzeug. Ja, ich... Vielleicht habe ich wieder 3. Wow, nur 20 Sekunden lang. Da ist aber jemand richtig selbstsicher. Ja, bin ich auch. Ich weiß nämlich... Es gibt kein schwereres Fahrzeug. Achso, du hast ein SL wieder, ja. Sicherlich. Stimmt, ja. Da müssen wir gar nicht das Fahrzeug, glaube ich, herholen. Also, das kann man sich jetzt auch schenken, muss ich sagen. Aber ja, ich zeig's trotzdem kurz. Mich reißen die Felgen rein, die sind einfach zu leicht. So, muss ich gerade gucken. Ich habe mal Hammer H1 gewonnen, das ist ein gutes Zeichen. So, okay, der ist schön. Ja. Also ich hole ihn jetzt her, weil das lohnt sich jetzt echt. Oder auch ich hole ihn her, Vollständigkeit halber, komm. Der Optik wegen, wo ist er denn? Ja, der Spaß. Also wenn du Gewicht machst, finde ich, habe ich eigentlich gewonnen. Wir lassen ja einfach die erste Stelle weg, oder? Wir fangen halt einfach nach der, also wir fangen nur bei den 100, warte, bei den Kilowerten an, die Tonnenwerte lassen wir weg, würde ich sagen, oder? Dann habe ich nämlich Shorten, habe ich eine Chance. Ich sehe das gerade nicht. Ach, da. Ach, was ist da neben mir gerade vorgefahren? Ein 6-Zylinder-Reihe Biturbo-Boxer. Ja. Kennst du? Klar. Also, ich würde sagen, wir fangen mal wieder an. Die erste Stelle lassen wir weg. Also, Andi, was hast du? 9 hast du, ne? Ja. Ja, habe ich auch. Dann hätte ich eine 1. Moment. 5! 5! Damit bin ich schwer. Aber wenn man bedenkt, dass das halt eine ganze Tonne, beziehungsweise du wiegst mehr als das Doppelte von dem, was ich hier habe. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das Ding hier, dieser Mercedes hier, der nicht so riesig aussieht, wiegt einfach mal mehr als das Doppelte als der Ferrari hier. Das ist einfach abnormal. Gut, da ist auch nichts drin, aber außer ein dicker, fetter Motor. Aber und ein dicker Fahrer. Oh, ja, Kampfnotiz. Ich wiege 1600 Kilo.
Ja, und das ist ja auch eigentlich schwer, aber gegen 1,9 Tonnen V12 Mercedes, da ist halt natürlich... Ja, bei mir machen die Felgen, die Carbonfelgen, die wiegen natürlich nichts, das ist... Was soll ich da machen? Ja. Warte mal, ich kann nicht sagen, was ich wiege. Ich glaube, ich wiege da auch weniger. So, Andi kriegt eine neue Liste. 1,4. Und dein Auto? Und, ich hab nur noch 3 Autos, Alter. Kriegt auch mal nur eine neue Liste. Ich dürfte aber nur noch 3 Autos haben. Korrekt. Ihr beide nur noch 3. Ich gucke jetzt auch gerade mal auf die Zeit. Ja, also 1-2 Kategorie kriegen wir noch durch. Ja, also Andi darf ansagen, was wir machen. Wird ja fast schon bei Gewicht bleiben, aber diesmal andersrum. Ja, mach was du willst. Ja, dann mach ich das mal. Ich muss den nur auf Stock zurücksetzen. Umso mehr Kategorien kriegen wir noch am Ende durch, weil wir haben jetzt das Folgenlimit mal von einer Stunde auf eine Dreiviertel reduziert diesmal, weil wir noch einen Termin haben. Ja, okay, der ist auch gebaut. Kriegt ihr heute nur 15 Minuten weniger zu sehen, aber deswegen ist die Folge, finde ich, bis jetzt trotzdem sehr unterhaltsam. Ich muss meinen auf jeden Fall auch zurücksetzen. Was machst du jetzt? Was machst du? Leichtestes Gewicht. Leichtestes. Also wenn der Lotus kommt, bin ich am Arsch, aber ich hoffe mal einfach, dass der nicht kommt. Also mit meinem Auto, was ich jetzt habe, hast du auch ein Problem. Das kann ich ja jetzt schon mal sagen. Sofern wir die erste Stelle wieder weglassen. Ach so. Also ich sag einfach nichts jetzt. Ich bin einfach leise. Ja, du lass die Taten sprechen. Moment, Trey, hast du nicht gesagt, die zweite Stelle ist eine 5? Ja. Ich hab gerade auf Standard zurückgesetzt und das ist eine 0. Was? Oh, hab ich den aufgebaut gehabt? Ah, ist ja auch egal. So oder so hätte ich es verloren. Das ist halt eine Scheiße hier. Kann sein, dass ich den aufgebaut. Ah, stimmt, den habe ich mal aufgebaut, stimmt. Ja, okay, sorry. Aber hätte jetzt in dem Fall ja keinen Unterschied gemacht. Ja, nope. Bin ich gleich da. Ja, ich auch gleich. Im Moment. Also so in 3 Jahren. Hi. Also ihr beide zusammen wiegt ungefähr das, was meiner wiegt. In der Hälfte. Pace hat den Lotus scheiße. Ich dachte, Ray hat den. Nee, Pace hat den gewonnen. Ich hab den ja abgegeben. Wobei, was war mal, Andi, was gibst du? 908. Scheiße! Nicht im Ernst jetzt. 954. Ja, das Problem ist, Pace hat ja, oder der Lotus, den wir hier im Spiel haben, ist ja die Road-Variante, nicht die Race. Die Race wiegt nämlich 800 noch was. Mm. Damit gewinnt Andi! Ah, schon wieder ein Auto verloren, ich glaub das nicht. Gott sei es gedankt, nächste Marke. Ja, aber jetzt hast du ja nur noch 2, das heißt, du darfst jetzt wählen zwischen den beiden und Andi darf weitermachen mit dem Ding ins Kirchen. Ich glaube aber, wenn ich auf die Zeit achte, ja, letzte Kategorie. Allerletzte. Ja. Finale. Aber jetzt kommen wir nicht mit mir, wir fahren das Finale. Ja, hau ich raus. Dich. Ich fang schon mal an damit. Jetzt kommt halt der Fiat, das ist doof. Ja, das ist ein Fiat. Sag einfach Drag Race. Okay. Drag Race. Naja. Sicher. Ich hab mega viel, ich hab richtig Bums. Ja, ich bin mir sicher. Also nein, eigentlich nicht, aber ich muss so tun, als ob ich mir sicher wäre. Ja, alles klar. Also ich mach euch richtig nass, das weiß ich jetzt schon mit dem Gerät. Mache ich auch nass. Ich fahr einfach rüber, ey, da brauche ich mich jetzt nicht. Bin so schnell dort. Ich meine, ich habe eigentlich schon viel Power im Verhältnis zu der damaligen Zeit und zur Fahrzeugklasse. Ist es der Fiat? Nee. Verdammt, wo ist denn der Fiat hin? Hat den überhaupt noch irgendwer? Ja, ich habe den, aber der würde erst, keine Ahnung, da kommt erst in 4-5 Duellen, wäre er erst wieder dran gewesen. Ja, Andi. Das wird ein schönes Duell. Das wird kein Duell, das hast du gewonnen. Ja.
Ich hab's gewonnen, würde ich mal sagen. Ha! Ach, das stimmt. Das ist nämlich richtig. Das ist ja die wahre Muscle hier. Das ist die wahre Muscle hier. Ja gut, aber gegen die Kamaru hätte ich in dem Bereich noch die Fresse bekommen. Aber ich finde deine Felgen schön. Ja, die sind Deluxe. Ich meine das jetzt im Ernst. So, Kinders. Alles oder nichts? Also besser nichts. Ja. Ich kann eh nicht mehr alles gewinnen, sondern nur noch nichts. Also nur noch alles. Du bist ja eh gar nicht mehr da. Ja, ja, gut, ja stimmt. Du bist ja eigentlich weg. Ja. Ich werde euch trotzdem alle versalzen. Ja. Würde ich jetzt auch behaupten mit dem 1800 Newtonmeter Monster. Jetzt tritt er mit der Isetta an. Haben wir eigentlich Kollisionen? Oh fuck, das wäre jetzt geil gewesen. Kann sein, keine Ahnung. Hätte er jetzt die Z28 5. Generation gehabt, hättest du gewonnen, Andi. Also. Ja, aber wir haben Kollisionen. Aber von den LI sind wir schon ziemlich nah dran aneinander, die beiden. Aber ich habe ja, Flügel, du nicht. Doch, ich habe auch Flügel. Oh. Da. Alter, ich hab eckigen Drehzahl. Alter, wie geil ist denn das? Das. Eckiges Drehzahl-Dings hier. Sehr geil. Feier ich schon so ein bisschen. Oh, ich hab mich verschalten. Scheiße, jetzt wird schwierig. Okay, verpasst mal einen Checkpoint. Ja, die, weil hier so viele Checkpoints gerade sind, ne? Vor allem, weil die so eng sind. Gibt ja nur einen Checkpoint. Also, hört euch mal eine lustige Bremsspur an. Aber was ich gerade lustig finde, das fällt mir erst jetzt auf gegen Ende der Folge, wir haben von den ganzen drei PXH-Clubs jeweils den Leader drin. Von PXH 1, 2 und 3. Ah ja, stimmt. Also Pace, weißt du, wenn wir einen vierten aufmachen, musst du den leider aufmachen. Nein. Doch. Nein. Doch. Er bleibt leer und bei das, Wir sind jetzt eigentlich ausgegangen, ich habe gar nicht aufgepasst. Aber ich denke mal, Camaro hat gewonnen. Ja. Okay, dann so, dann würde ich sagen, verkünden wir mal das Endergebnis. Und zwar, Cookie belegt den vierten Platz, schafft es leider nicht aufs Podest in der heutigen Folge mit 0 Fahrzeugen. Dann auf Platz 3 und Platz 2 gleichzeitig ist Pace und Andy. Die haben beide nämlich jetzt 4 Fahrzeuge noch. Ich glaube das nicht. Hi, Andy. Also kurz der Vollständigkeit halber: Andy hat den Mercedes-Benz SL65 AMG, das schwere Biest, und den Mercedes-AMG C63 S-Coupé, das ist auch nicht gerade leicht. Dann den Lotus 311, der ist wirklich leicht, und den Ferrari F50 GT hat er auch noch. Der ist leicht auf jeden Fall. Und ja, Pace hat noch den Camaro, haben wir ja gesehen, den Commodore hat er jetzt gerade gewonnen, genauso wie den GT350R, sowie den Pontiac Firebird Trans Am hat er noch. Ich habe das Ganze heute tatsächlich gewonnen, da ich einen echt krass guten, glücklichen Start hingelegt habe mit 12 Fahrzeugen. Ich habe noch den Skyline GTS R31, den Jaguar XKR SGT, den Porsche 718 RS60, den Fiat Dino, den Jaguar XJS, den Audi RS5, den Ferrari 599 XX, den Porsche 911 GT2 von 95, den Ferrari FXXK, den Peugeot 205 T16, den Ferrari F12 TDF und den Aston Martin Vulcan. Und jetzt habe ich mir den Mund fusselig geredet und deswegen würde ich sagen an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Das soll es wieder mal gewesen sein mit einer Folge Forza Quartett hier in Forza Horizon 3. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ich bedanke mich für allen, die dabei waren. Ciao! Tschüss. Servus.